Flipper ist nicht nur ein Delfin, sondern Flipper ist auch eine Kehrmaschine. Und diese Kehrmaschine wird bei uns in den Stormanner Werkstätten zusammengebaut. Und wo das ist, das zeigen wir euch jetzt. Ich stehe jetzt mit Torben Zacharias. Torben Zacharias ist unter anderem hier bei uns in der Werkstatt der Leiter der Montage und Verpackung. Was macht ihr hier? Also wir produzieren in erster Linie eine handgeführte Kehrmaschine. Ihr produziert eine bitte was? Eine handgeführte Kehrmaschine für die Firma Harco. Das heißt zur Parkplatzreinigung ohne elektrischen Antrieb. Und die produziert ihr hier, wie läuft das ab? Also wir kaufen alle Materialien ein, die sind vorher bestimmt durch die Firma Harco, dann kaufen wir die ein, die werden hier angeliefert, kontrolliert durch uns und dann komplett verschraubt und wieder an die Firma Harco zurückverkauft quasi. Und wir haben ja als Werkstatt auch einen Reha-Auftrag, das heißt, diese Arbeit, die jetzt für diese Kehrmaschine gemacht wird, da kann man auch diesen Reha-Auftrag für die Kolleginnen und Kollegen mit Handicap dann erfüllen oder eher nicht? Doch, gerade weil der sehr vielseitig ist, ich kann den entsprechend aufgliedern, so dass viele Teilnehmer daran lernen können. Partizipieren sagt man ja auch schön. Und man kann aber auch, wenn man den komplett montiert, eben genauso wie eine Fachkraft ursprünglich bei Harco diese Montage abwickeln. Das ist natürlich ganz interessant. Das ist ja eher selten in Werkstättenlandschaft, dass man auch ein komplettes Produkt hat, was am Ende wirklich rausgeht, wo man weiß, hier wird was verkauft und das läuft. Mit wie viel Kolleginnen und Kollegen mit Handicap wird diese Kehrmaschine zusammengebaut? Ist das eine Person? Sind das vier? Wird das dann in unterschiedlichen Arbeitsschritten auch von unterschiedlichen Leuten gemacht? Ja, die Arbeitsgruppen sind, die Schritte sind aufgeteilt. Einmal auf die Montage des einzelnen Gerätes. Das macht ein Monteur. Das kann man im Hintergrund vielleicht sehen an den Tischen hier. Dann wird aufgeteilt die Vormontagen, also sprich, es wird ein Auffangbehälter produziert, das wird separat gemacht. Es wird ein sogenannter Seitenbesen produziert, der wird seitlich angebaut, um den Dreck meinetwegen vom Kantstein in die Mitte zu werfen, damit die Maschine das aufnehmen kann. Das wird separat montiert und die Verpackung wird separat vorbereitet. Wie viele Mitarbeitende hast du hier bei dir? Also das hat in den letzten Jahren ein bisschen geschwankt. Meistens habe ich so um die 20 Feste und ein bis zwei Praktikanten. Ich glaube, aktuell bin ich sogar bei 23, 24 wieder mal. Wir machen aber hier ja in der Werkstatt nicht nur den Harco-Besen, sondern bei dir in der Montage werden auch noch andere Sachen gemacht. Kannst du kurz erzählen, was noch gemacht wird? Aktuell arbeiten wir an einem großen Verpackungsauftrag für die Firma Hermes. Da werden zum Beispiel so Schutzverpackungen für Rückläufer, für Waschmaschinen, Kühlschränke gestaltet. Die werden montiert und dann für die Auslieferung vorbereitet. Allerdings bauen wir zum Beispiel Wasserschieber. Was sind Wasserschieber? Das ist ein Gerät, das kommt an einen Stiel, ähnlich wie bei einer Hake, womit man halt Wasser auf den Boden abschieben kann oder abziehen kann. In Schwimmbädern und... Ja. Genau, die werden bei uns montiert. Die müssen gebohrt, montiert und dann wieder zurückversendet werden an den Kunden. Dann fertigen wir natürlich für Herose ganz viele Kleinteile, für Thermostaten, verpacken Dichtungen, alles was so anfällt. Wir machen häufig mit Faltschachteln für die Firma Niederecker, also so für Marzipanverpackungen. Alle Sondergrößen quasi, die nicht in eine Maschine passen, die werden durch uns dann bereitgestellt. Häufig im Weihnachtsgeschäft, manchmal Ostergeschäft. Und auch mal zwischendurch für, was weiß ich, die klassische Marzipantorte, diesen großen Taler von Niederecker. Ne, den haben wir auch schon häufiger bearbeitet. Du bist einer von den Kollegen, die schon sehr lange hier auch in der Werkstatt arbeiten. Was ist für dich so das Besondere, hier in der Werkstatt zu arbeiten? Also in erster Linie die Atmosphäre. Ich mag meinen Arbeitsplatz total gerne. Ich mag meine Kollegen hier, mit und ohne Handicap. Man kommt immer rein, es ist eigentlich immer gute Laune und alle sind immer bereit, auch was Neues zu lernen und was Neues zu machen. Also vor allem auch meine Kollegen mit Handicap hier. Und das finde ich besonders schön. Also das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Ich bin hier jetzt zusammen mit Yvonne. Yvonne ist tatsächlich schon auch seit 17 Jahren hier in der Werkstatt. Yvonne, erzähl mal, wie es dir gefällt und wo du genau arbeitest. Also mir gefällt es ganz gut. In der Montage. Für Flipper und Verpackung. Was gefällt dir da besonders gut? Eigentlich alles, obwohl ich auch gerne hier mit Flipper baue, also wenn ich mal dazu komme. Aber du bist jemand, der sehr flexibel ist und auch wirklich alles macht, was anfällt. Was fällt so noch an, also außer dem Flipper? Federhauben,
Bodyboxen, ja, alles, was in der Verpackung eigentlich zu verpacken gibt. Und du bist jetzt 17 Jahre in der Werkstatt und diese 17 Jahre, nachdem du aus dem Bildungszentrum gekommen bist, dann eben halt auch in der Verpackung und der Montage. Hast du keine Lust, was anderes zu machen? Warum gefällt es dir hier so gut? Weil die Arbeit einfach nicht einseitig ist, sondern vielseitig. Also es gibt immer ein paar neue Aufgaben, die man hier erledigt.